Meine künstlerische Praxis besteht für mich primär daraus, Geschichten zu erzählen. Ich mache das mit verschiedensten Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Aber schlussendlich geht es mir immer ums Gleiche. Es geht darum, Emotionen im Betrachter oder im Zuschauer zu schüren mit den Mitteln, die ich eben habe. Sei das Film, sei das Theater, Musik, Kunst. Ich suche immer wieder neue Herausforderungen. I'll remember you. Rock'n'Roll, Jazz, Swing, Hawaii-Musik, Psychedelic Rock. 700 Jahre Lebenserfahrung. Ich gehe relativ intuitiv vor. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es ein wahnsinniges Balancieren ist, sondern vielmehr mich führt immer das eine ins nächste. Und eigentlich durch das ich eigentlich wie so ein grösseres Feld habe, wenn ich mich darauf bewege, habe ich wie auch die Chance, Zeiten, wo es vielleicht noch eben nicht so läuft, irgendwie zu überbrücken mit etwas anderem. Und von dem her ist es auch eine Überlebensstrategie und gar nicht unbedingt nur einfach eine künstlerische Strategie. Dr. Fräulein Gertrud Woker wird die erste Dozentin für Chemie im deutschsprachigen Raum. Also meine Zeit bei der ZADK spielt insofern in meinen Werdegang ein, als dass ich dort die Möglichkeit hatte, in ganz viele verschiedene Disziplinen hineinzuschauen und das auch sehr genossen habe, das Spielfeld, das mir dort die ZADK geboten hat. Aber ich hatte dort die Möglichkeit, mit Leuten aus den verschiedensten Disziplinen zusammenzuarbeiten. Und das hat mir selber sehr viel gebracht. Für mich ist das natürlich cool, dass ich diesen Preis bekommen darf. Und für mich ist das eine schöne Überraschung, dass das ein Zeichen kommt von dieser Schule, die ich früher mal besucht habe, dass sie meine Arbeit verfolgen.